Hallo YouTube, hallo Flight Simulator, Freunde, Fans und Fetischisten. Ja, ich habe mir überlegt, mich nochmal der nächsten Herausforderung zu stellen im Rahmen der Flugschule und mir ein Flugzeug mal rudimentär zu erspielen, um quasi den Beweis anzutreten, dass ich mein Wissen aus der DAHA TBM eigentlich auch auf die, also auch auf andere Flugzeuge übertragen kann. Also in Bezug auf die Navigationssysteme, Autopilot, Höhe halten, Flugplan abfliegen, landen etc. pp. Quasi und etc. pp. Das findet schon verhältnismäßig regelmäßig, ja. Ich muss mir das mal wieder abgewöhnen. Ja, ich weiß nicht, so meine Grundidee war wohl, die Cessna mal zu nehmen. Ich habe ja einmal mit der großen Beechcraft einen Flug gemacht. Das ging ganz gut, obwohl die Landung ein bisschen suboptimal war. Aber ich glaube, mit der Cessna, ich bin mit der also auch nur mal so einen Rundflug oder zwei manuell geflogen, ich glaube ohne Landen, auf jeden Fall ganz minimalst. Die werde ich jetzt mal nehmen. Oder nee, wir nehmen die Cessna 172. Die habe ich komplett ignoriert, bis auf am ersten Tag, nachdem ich damit abgestürzt bin, bin ich damit nie wieder geflogen. Wir nehmen die Cessna. Die 172, das ja hier häufigst gespielte und benutzte Flugzeug. Das ist eigentlich eine ganz lustige Herausforderung. Ich habe da auch ganz oft gelesen und es war mir ja auch passiert. Die DAHA war dann das erste Flugzeug, wo ich das hingekriegt habe, diesen Autopiloten zu bedienen. Und da bin ich dann einfach bei geblieben. Außerdem fliegt sie auch am coolsten. Es gibt ja von der Cessna hier wohl zwei Versionen. Einmal so die klassische Oldschool Cessna, so wie die 152 ohne Glascockpit. Und hier ist ja diese G1000 Version, wo halt eben dieses Display-Gedöns verbaut ist mit Autopilot, Navi und so weiter. Ja, das ist eigentlich eine mega Idee. Die werden wir jetzt nehmen. Gibt es hier coole Lackierung für? Oh ja, gar nicht so schlecht. Oh ja, dann nehmen wir doch mal lila. Pink, lila, lila. So, meine Flugsicherungsoptionen habe ich mir bereits zugewiesen. Jetzt habe ich dran gedacht. Für alle, die das Video hier das erste Mal sehen, weil sie sich vielleicht auch nach der Cessna gucken, also nach Videos für die Cessna gesucht haben, hier könnt ihr euch quasi eigenes Kennzeichen, Rufzeichen und so weiter geben, eine eigene Flugnummer. Und ja, das solltet ihr auf jeden Fall machen, das macht Spaß, wenn ihr mit Namen angefunkt werdet oder eurem Rufzeichen. Ja, ich habe hier das Problem seit einem der Updates irgendwie, das ist eine große, glaube ich, dass hier, wenn ich das Spiel neu lade, so wie eben, meine Filter wechselt und ich hier quasi die nackte Landkarte habe, also den nackten Globus vor mir habe. Das muss ich immer wieder über den Filter und den Standard aktivieren. Da könntet ihr mir mal in den Kommentaren eine Info hinterlassen, ob euch das auch betrifft. Ja, was könnte ich jetzt mit der Cessna Schönes machen? Ich bin tatsächlich etwas unentschlossen. Haben wir hier irgendwo Sylt? Sylt ist toll. Ist das hier noch Deutschland? Ich glaube nicht. Also nicht, dass ich nicht auch gerne in anderen Ländern fliege, das tue ich regelmäßig, aber in unserem Fall finde ich boah, Deutschland immer ganz sinnvoll. Hier in den Erklärvideos. Hier auf Fehmarn, meiner favorisierten Insel für Urlaub, wenn wir uns mal welchen leisten können. Sollte man mit der Cessna wohl hochkommen und wir fliegen mal nicht so weit hier direkt nach Dänemark rüber, war nach Haribo hätte ich fast gesagt, ist das schon Dänemark, ich bin gar nicht so sicher, egal was das hier ist, wie ich ja schon mehrfach sagte, verzeiht mir meine nicht immer perfekten geografischen Kenntnisse. Ja, Ankunft festlegen, das ist ein kurzer Flug, das passt ganz gut ins Repertoire. Das sind ja wirklich nur verdammte 20 Meilen. Naja, das ist so ungefähr die Überfahrt, die halt hier diese Fähre macht, wenn man darüber fährt. Hier diesen ersten Hafen. Vielleicht überfliegen wir den auch. Oder wir landen vielleicht doch lieber da hinten. Gras, nee, Gras ist doof. Was ist das hier auf dieser kleinen Insel? Das ist bestimmt auch nur so eine Minibahn.
Gras ist doof. Was ist das hier? Die ist noch kleiner bestimmt. Knapp 2000 Fuß Gras. Nee, gut, dann bleiben wir hier auf Haribo, hätte ich beinahe gesagt. Mit der Cessna ist das schon in Ordnung. Und wir fliegen das Ganze erstmal im quasi direkt GPS-Modus beziehungsweise im visuellen Flugmodus und orientieren uns hier an der manuellen Bedienung des Flugzeuges und noch nicht an den großen Automatiken, von denen ich jetzt sowieso nicht weiß, was in der Cessna hier verbaut ist. Ich gehe mal davon aus, in dem Garmin 1000 G1000 Flugzeug ist der normale Autopilot drin, ähnlich wie ich den in der Daha, da ist es halt eben G3000 oder irgendwie, keine Ahnung, aber das wird von der Funktionsweise her ähnlich sein, nur anders aussehen. Ne, erinnert euch an meine Videorekorder-Vergleiche, wenn ihr die anderen Videos kennt. Der Videorekorder vor 30 Jahren hat die gleichen Knöpfe drauf, mit den gleichen Funktionen, sieht halt nur ein bisschen anders aus, aber im Großen und Ganzen ist die Bedienung immer die gleiche. Ne, Start, Stopp, Pause, vorwärts, rückwärts, Autopilot, Navigation, hoch, runter, rechts, links, quasi. Ja, gut, viel zu viel geredet, wir wollen mal starten. Ja, alles gut, Attacke. Gib Schubrakete. 40.000 Exemplare wurden davon gebaut, seit 55, also ich schätze VW lacht über 40.000 Stück seit 1955, da haben die wahrscheinlich 1955 schon mehr VW Käfer gebaut, nehme ich an. Nur 1955. Soll aber übrigens keine Werbung für VW sein, mag ich eigentlich überhaupt nicht leiden. Den Konzern, aber das ist, naja. Für mich hier so das Problem, dass hier alles teurer wird durch VW, auch Mietenhäuser und so weiter. Da wird VW einen nicht unerheblichen Anteil dran haben, weil die Mitarbeiter bereit sind, mehr zu zahlen und das wird dann halt auch verlangt. Hat mir im Übrigen tatsächlich mal eine aus der Wohnungsbaugenossenschaft gesagt, so ja, wir finden auch, dass die Mieten hier zu hoch sind, aber wir machen die Mieten ja nicht. Aber wenn hier fünf Leute sagen, nee, um Gottes Willen, das ist uns viel zu teuer, wortwörtlich kommt einer von VW, der sagt, nehme ich. Und wenn das nicht irgendwo beabsichtigt ist, dann, ja, weiß ich auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Okay, das sieht schon mal ganz anders aus, als ich es gewohnt bin. Ich meine, ich habe es zwar schon mal gesehen, so rudimentär, aber es ist, ja, es erfordert einiges an Neuorientierung. Hier seht ihr mein Kennzeichen zum Beispiel. Ja, ich mache ja keine Cold und Dark Starts. Ich bin ja immer schon auf der Landebahn. Hier auf so einer Graspiste wahrscheinlich sowieso relativ. Die Klappe. Okay. Gehen wir mal ein bisschen Schub. Wir bringen den Vogel jetzt einfach erstmal in die Luft. Ist die Bremse noch an? Es an, ja, und dann gucken wir mal, was so geht. Ich will jetzt hier nicht auf dem Boden lange rumquatschen. Die Viertelstunde Flug sollte wohl reichen, um das Wichtigste hier rudimentär mal in den Griff zu kriegen. Hoffe ich. Ich bin verhältnismäßig optimistisch. Oh, 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 die Landebahn ist nicht sehr lang. Auf Fehmarn. Aber es sieht ganz gut aus. Wir kriegen den Vogel hoch. Fahrwerk muss ich keins einfahren. Der Finger war schon auf dem Knopf. Wir haben wohl so ein paar Landeklappen. Na, kann man nicht sehen. Egal, sollten eingefahren sein. Und Hand vom Stick. Er fliegt ganz gut geradeaus. So. Dann legen wir uns mal in die Kurve. Also wie gesagt, das ist hier keine Premiere. Ich bin den Vogel ersten, zweiten Tag mal geflogen, bin gnadenlos abgestürzt bei dem Versuch, den Autopilot zu aktivieren und irgendwie eine Höhe einzustellen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Frustriert war ich, genervt war ich, habe das nächste Flugzeug ausprobiert, bin bei der Daha gelandet, nochmal zur Wiederholung und da habe ich es dann halt irgendwie hingekriegt und ja, die Knöpfe wohl in der richtigen Reihenfolge gedrückt, keine Ahnung. Und dann hat das funktioniert. Und ja, jetzt, nachdem ich es mit der Beachkraft der Großen geschafft habe, naja, relativ gut geschafft habe, von A nach B zu fliegen mit Autopilot und so,
also der Flug war eigentlich okay, aber die Landung war Mist, werde ich das Ganze jetzt hier nochmal mit der Cessna tun. Ich bin halt, ich sagte das ja auch schon, kein Fan von diesen langsamen Flugzeugen. Mir macht das mit der DAHA mehr Spaß, weil man kommt einfach zügig von A nach B. Ich meine, es ist keine F-22 oder kein Eurofighter Typhoon, ne? Aber man kommt mit der Maschine schon flott voran. Und dementsprechend macht das da schon Freude. So, jetzt haben wir den Flieger hier recht solide. Wir sind auf Kurs, beziehungsweise auf Kurs zum Kurs. Und mit der Tastatur auf dem Ziffernblock 1 und 7 trimme ich mal das Ruder so ein bisschen aus und werde mich jetzt mal todesmutig an den Autopiloten wenden und ihn fragen, ob er uns vielleicht darüber fliegt. Mal sehen, was der Kumpel sagt. Oder ob er mich jetzt wieder in den Boden rammt, wie beim Erstversuch vor 3 Wochen roundabout. Okay, ich habe eben schon beim Rumscrollen gesehen, hier ist der Autopilot, hier ist der Flight Director. Das habe ich schon erklärt, den brauchen wir hier jetzt nicht. Heading und Nav ist beides da. Ach, er hat sogar einen VNV-Modus, das ist ja schön. Approach haben wir auch. Ja, im Grunde alle Tasten, nur natürlich halt anders angeordnet wie in meiner DAHA. Das ist ganz schön. Ich werde jetzt einfach mal todesmutig auf den AP-Knopf drücken. Und der Dinge harren, der da passiert. Gerade ist, glaube ich, gar nichts passiert. Ich habe wohl nicht drauf gedrückt. Der Autopilot scheint aktiviert zu sein. Dann werden wir jetzt den Höhenmodus aktivieren und gucken, was passiert. Okay, er nimmt die Höhe an, wie ich das gewohnt bin. Kann mir gar nicht erklären, warum ich das beim letzten Mal nicht geschafft habe. Ja, so weit, so gut. Wir sind also in einer stabilen Flughöhe und befinden uns nicht mehr so ganz auf Kurs. Das werden wir jetzt korrigieren. Wer die anderen Videos kennt, weiß, hier ist unser Ziel angezeigt, also unser Zielkurs angezeigt, 36. Das heißt, wir gehen hier, hier war er, genau, Steuerkurs, Auswahl und drehen uns nach links und drehen jetzt hier, das passt schon mal, gegen auf 36. Dann fliegen wir jetzt parallel zu unserer geplanten Fluglinie, muss ja nicht sein. Gehen wir noch, sorry, falsche Richtung, wie so oft. Drehen wir noch ein bisschen ein und fliegen da noch rüber. Ja, das war ja bis jetzt gar nicht so schwer. Also ihr seht, mit einem soliden, gründlichem, na gründlich ist eigentlich falsch, aber mit einem soliden Wissen aus einem Flugzeug klappt das hier auch mit dem zweiten. Also all die Mühe, die ich mir in der DAHA gemacht habe, um sie zu bedienen und zu beherrschen, und vor allen Dingen, um es zu verstehen, was ich da tue, lässt es sich auch eigentlich gut übertragen auf ein anderes Flugzeug. Er zeigt uns jetzt noch, wo war denn meine Entfernung zum Ziel? Hier, das ist ja wirklich nicht mehr weit, 12 Meilen, das ist ja im Grunde schon fast der Landeanflug. 5 Minuten, wir sind jetzt auf 1700 Fuß. Da werde ich jetzt auch nichts mehr dran ändern, außer um es einmal zu zeigen, wie es in den anderen Videos immer wieder zu sehen ist, mehrfach. Ich drehe noch das Heading rein. Wir gehen wieder auf 36 und gehen jetzt runter, nee, hoch auf 2000 Fuß. Dafür habe ich auch hier schon gesehen, hier ausgewählte Höhe. Machen wir 2,5, egal. So. Das sind ja gerade mal irgendwie 700 irgendwas Meter, um einen Landeanflug zu machen, ist das schon in Ordnung. Oder 800 Meter roundabout, na irgendwie so. So, 2500 Meter, ihr wisst Bescheid, wenn ihr die anderen Videos verfolgt habt, für die Anfänger unter euch. Es gibt hier den, boah, das kann ich jetzt gar nicht mehr so gut sehen, ein bisschen ran. Also vor allem auch, dass ihr das dann seht und in einem nicht mehr ganz so scharfen Video. Den vertikalen Geschwindigkeitsmodus, den müssen wir auch hier aktivieren. Ja, perfekt, da passiert nichts, wie gewohnt. Und wo ist der Regler für hoch und runter? Sink und... Warte. Ich habe doch da... Genau. Na, perfekt, hier ist es anders geregelt. Hier geht es per Knopf. Okay. Ja,
anders, aber eigentlich mag ich das, glaube ich, sogar lieber als dieses Drehrädchen da. Ja, wir wollen jetzt noch ein bisschen steigen, haben wir gesagt. Das heißt, Nase down, Nase ab. Ab ist hoch, ne? Ja, eigentlich schon. Genau. So, sagen wir nochmal 1000 Fuß steigen. Und dann gehen wir hier hoch. Kopenhagen einstellen. Verfolgung anfordern. Machen wir mal bei der Gelegenheit. Oh, jetzt habe ich hier so ausgewundert, einfach mal 1000 Fuß eingestellt. Ich hoffe, die Chessner packt das überhaupt. Sieht aber gut aus. So, Squawk-Code bestätigen. Squawk. Okay, da können wir noch 3001 einstellen. Radarkontakt bestätigen. Das geht hier. Was ist hier der Barus? Dann bei Kurs, Tuningbox, Luftdruck verringern. Okay, Bo sollte wahrscheinlich auch da, genau wie in dem anderen Cockpit, auch da stehen. Luftdruck 3001. Passt. Fliegt wieder einer zu hoch. Ja, so weit. Ist hier noch Cockpitlicht zufällig? Flottleucht. Wahrscheinlich eher das Fluglicht und nicht die Cockpitbeleuchtung. Die zu finden wäre nochmal spannend, aber ich glaube, in der kurzen Zeit ist das eher nichts mehr. So, Liste der nächsten Flugplätze. Dann sollten wir hier Haribo haben. Denen mögen wir das verzeihen. Landebahn für Landung auswählen. 28 und 10. Wer die anderen Videos gesehen hat, erinnert sich. Für die Neueinsteiger Kurzabriss. Wie finde ich jetzt diese Landebahn? Wie weiß ich jetzt, aus welcher Richtung ich sie anfliegen muss? Das wird für die meisten dann tatsächlich schwierig sein, wenn sie keine Vorerfahrung haben. Wir fliegen jetzt ja in Richtung Nord und Ost. Also hier auf der Karte ist ja immer Norden oben, Osten ist rechts. Das heißt, wir fliegen quasi schräg nach oben in Richtung Nordost. Die Landebahnen, das ist ja die gleiche, anfliegbar aus zwei Richtungen. Die Landebahn 10 wäre jetzt quasi die 100, also in Flugrichtung 100. Das würde man hier eben auf 100 das Flugzeug eindrehen, auf 100 Grad, auf quasi Ost. Das ist dann halt, was ist das dann? Das sind quasi, naja, ist eigentlich noch nicht ganz südöstlich, ist eigentlich noch östlich. So, das heißt, wir müssen also quasi etwas links vom Flughafen fliegen und dann eben von ganz leicht oben hier so schräg runterfliegen. Oder wenn wir in die andere Richtung wollen, würden wir jetzt sagen, wir nehmen die 28. Das würde eigentlich auch Sinn machen. Dann würden wir halt eben in Richtung Westen anfliegen und würden halt eben hier noch so einen kleinen Schlenker machen, um da hinzukommen. Die werden wir jetzt auch nehmen. Die Landebahn ist auch schon zu sehen. Wir sind im Grunde schon viel zu schnell und viel zu hoch und viel zu weit. Ich nehme jetzt hier mal ein bisschen den Schub raus. Ich hoffe, das ist nicht zu viel bei der Cessna. Vollständige Landung ankündigen. Position ankündigen. Autopilot deaktivieren. Und dann bringen wir das Flugzeug mal in einen Gegenkurs zur Landebahn. Dieser, wie schnell darf ich? So viel schneller darf ich gar nicht, okay. Also geschmeidig. Das Piepen war jetzt das Unterschreiten meiner quasi eingestellten Flughöhe. Dieser Navigationspunkt dort, MB, das ist halt eben so ein, ich habe das in den anderen Videos so rudimentär erklärt, so ein irgendwie vor DME oder NDB-Punkt, wo man halt weiß, so okay, Flughafen und Entfernung und alles, ihr seht ja auch, der läuft halt eben quasi die, also zur Flugbahn. Man kann es hoffentlich erkennen, ich scrolle noch mal ein bisschen ran, man kann es erkennen, der ist hier eben in der Flugbahn. Das heißt, wir können uns jetzt hier an dem auch orientieren halt, ne? Und über den halt auch die Landebahn anfliegen. Das ist halt eben so ein Abstandspunkt, der uns halt eben auch jetzt einfach auf der Karte ohne
Geräte, die uns hier noch irgendwelche Informationen geben, einfach sagt so, okay, das hier ist der Abstand, von dem aus kannst du zum Beispiel anfliegen. Also so habe ich das jetzt interpretiert. Korrigiert mich, wenn das nicht korrekt ist. Das wird auch noch andere Funktionen haben, aber so für einen Einsteiger, der so einen Punkt auf seiner Flugkarte hier hat, der kann sich daran durchaus orientieren und der weiß jetzt, oh cool, da ist so ein Punkt, dieses kreisrunde gepunktete Zeichen, nennt es wie ihr wollt, und über den kann ich jetzt quasi auch meine Landebahn finden und anfliegen, also die Richtung zum Anflug finden und dann halt vernünftig anfliegen. Es ist eine gute Sache. Nehmt es als Grundlage und ja, holt euch da auch noch ein paar Informationen zu. Schaut noch mal in ein, zwei der anderen Videos rein. Wie gesagt, ich erkläre rudimentär, wirklich auf Niveau für Einsteiger und Endanflug ankündigen. Ne, wer sich jetzt wundert, warum kriegen wir hier überhaupt gar keine Landeansagen, also ne, lande hier, lande da, komm so, mach so. Das hier ist so ein quasi kleiner Flugplatz, wo die Fluglotsen, der Tower, wie auch immer, nicht in dem Sinne Weisungsbefugnis haben, sondern hier ist es wirklich so, man kündigt sich an, man kriegt im Grunde halt noch so das Okay, du kannst hier landen. Aber du bist dann selber dafür verantwortlich, eben auf Flugverkehr zu achten, auf Gefahren zu achten, das Wetter einzuschätzen, was auch immer. Und das entspricht halt eben diesem klassischen Fliegen, diesen visuellen Flugregeln, keine Ahnung. Man ist halt eigenverantwortlich, wie beim Autofahren. Da sagt ja auch keiner, wo es lang geht. Das gibt es dann halt wirklich auf den großen Flughäfen, wo die Fluglotsen eine absolute Weisungsbefugnis haben, wo die Einhaltung der Anweisungen verpflichtend ist für die Piloten und also außer sie würden Gefahr bedeuten, dann darf man da abweichen. Ist ja so ähnlich wie auch bei der Bundeswehr. Wenn der da einer scheiß Befehle gibt, musst du da nicht unbedingt folgen, aber im Normalfall ist das verpflichtend. So, jetzt bin ich viel zu viel gequatscht und nicht aufgepasst. Ein bisschen spät und viel zu schnell. Mal sehen, ob das noch zum Bremsen reicht. Ihr seht ja ein neues Flugzeug, da ist der Landeanflug bei weitem nicht so geil wie mit der Daha oder der Icon, wo ich da ja neulich das Bremsen versaut habe, warum auch immer, ich weiß immer noch nicht warum. Auch im Review, als ich mir das nochmal so durchgesetzt habe, habe ich nicht herausgefunden, warum ich da so doof gebremst habe, außer dass ich wohl irgendwie einen Knopf gedrückt habe, gedrückt gehalten habe, irgend so ein Dieter kam, naja, keine Ahnung. So, ja. Ich habe leider auch immer noch nicht rausgefunden, wie ich hier so einen Flug beenden kann. Fachgerecht, mal sehen. Wir rollen jetzt hier kurz bis zum Ende. Mal schauen, ob es da sowas wie eine Ausfahrt gibt. Sieht aber nicht so aus. Nee, gut. Dann werde ich jetzt an dieser Stelle den Flug beenden und sagen, scheiß drauf. Sagt man nicht, macht man nicht, egal. Kann man das Flugzeug hier irgendwie ausschalten? Standby, Batterie. Off ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Master off, Batterie aus, off, off. Und wahrscheinlich kann man hier irgendwo... Und wo hat der denn den Geschwindigkeitsregler? Na, ihr seht, es ist hier wirklich für mich auch wirklich ein Erstflug in dieser Maschine. Ach, das ist der Gashebel. Okay. Gemischregulierung. Okay, das ist jetzt hier noch automatisch geschaltet. Da braucht man sich also nicht drum kümmern. Also hier in diesem Fall muss man sich nicht drum kümmern. Was steht denn da zu dem Thema? Ach so, Landeklappensteuerung. Gut, die können jetzt natürlich nach oben. Altstatik R zum alternativen statischen Anschlussventil. Nö. Ah, das sieht aus wie, als wenn man da das Flugzeug ausschalten kann. Jawohl. Maschine aus, Displays aus, Maschine quasi kalt. Naja, wenn so ein paar Stunden steht.
Ja, okay. Also, das war ein ganz rudimentärer Flug. Mal eben von Fehmarn da irgendwie nach, ich glaube, Dänemark rüber. Ihr habt gesehen, es geht, wenn man ein Flugzeug beherrscht, kann man auch das nächste bedienen. Zumindest rudimentär. Wie mit allem anderen lernt man die Funktionen peu à peu halt kennen. Bin jetzt tatsächlich motiviert, die Cessna noch ein weiteres Mal zu fliegen und einen automatischen Flug zu machen, also einen IFR-Flug zu machen mit einer etwas größeren Flugzeit von, naja, sagen wir mal maximal einer halben Stunde. Ist ja nur ein kurzer, tiefer Flug. Ist ja eh nicht das schnellste Flugzeug hier. Und vielleicht tatsächlich auch, ich habe ja hier gesehen, es gibt hier die, wo ist er? La 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 la, den NAV-Modus. Das heißt, die Cessna sollte in der Lage sein, auch ein Flugsignal, also ein Landesignal zu empfangen. Zur. Nee, jetzt rede ich gerade dummes Zeug. Das ist natürlich nur der ganz normale Navigationsmodus zum Folgen des Funksignals. Da erzähle ich gerade natürlich totalen Blödsinn. Also das ist halt nur hier manueller Steuerkurs und eben Abfliegen des Flugplanes. Aber ich meine doch auch, ich habe hier FLC Virtu. Vertikale Geschwindigkeit, jawohl, FLC, das ist der alternative. Ach ja, doch, hier. Ja, neues Flugzeug, neues Glück. Virtuelle. Schon wieder die virtuelle Navigation. Leute, 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 wenn ihr könnt, schlagt mir in den Nacken, damit ich das endlich lerne. In den vertikalen Navigationsmodus schalten. Das heißt, er sollte hiermit eigentlich in der Lage sein, irgendwie so ein RNAV oder ILS-Signal zu empfangen und. What the fuck? Das werden wir jetzt gleich im nächsten Video ausprobieren. Bis dahin, ich hoffe, wir sehen und hören uns im nächsten. Für dieses Video bin ich erstmal weg.